Die nachfolgende Trance wird dich in einen Zustand führen, der dir erlaubt, dich tief zu entspannen, von deinen Belastungen loszulassen, sodass deine Selbstheilungskräfte sich entfalten. Lass einfach geschehen, was du spürst, und erlebe die Macht deines Unterbewusstseins. Mach es dir bequem. Atme tief ein, füll deine Lungen und halte die Luft für einen Moment an. Während du jetzt ausatmest, schließ deine Augen und entspanne dich. Lass die Spannung in deinem Körper los und lass deine Schultern locker. Mit jedem Atemzug wirst du tiefer in die Trance fallen und diesen wunderbaren Zustand tiefster Entspannung und innerem Frieden in dir spüren. Mit jedem Atemzug fällst du schneller und tiefer und immer tiefer in diese wunderbare Ruhe und Entspannung. Entspanne deine Augen bis zu dem Punkt, an dem sie sich nicht mehr öffnen lassen. Deine Augen sind durch deine Entspannung so tief und fest verschlossen, wie eine Muschel eine Perle umhüllt. Und wenn du sie so tief entspannt hast, dass sie sich nicht mehr öffnen lassen, teste und überzeuge dich, dass sie sich nicht öffnen lassen. Hör nun auf zu testen. Deine Augen sind fest verschlossen. Lass eine Welle der Entspannung über deinen ganzen Körper fließen, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. So ist es gut. Wunderbar. Mit jedem Atemzug, jedem Geräusch in dieser Umgebung, jedem Ton der Musik und jedem Wort meiner Stimme sinkst du tiefer und tiefer in diese wohlige Ruhe und Entspannung deines Körpers. Nichts lenkt dich ab und du fällst mit jedem Geräusch und mit jedem Wort meiner Stimme tiefer in die Entspannung. Und je tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und je besser du dich fühlst, desto tiefer sinkst du. Du entspannst deinen Hinterkopf, deine Stirn, deine Augenlider, deine Wangen, deine Nase, die Lippen, deinen Kiefer, deine Kaumuskeln und du fühlst eine kleine Lücke zwischen deinen Zähnen, während deine Zunge locker im Mund hängt. Du entspannst deinen Hals, deine Schultern, die Brust, den Bauch, die Arme, Unterarme, deine Hände und jeden einzelnen Finger bis ins letzte Glied. Deine Beine entspannen sich, die Oberschenkel sinken zur Seite, deine Knie entspannen sich, deine Füße und Fußspitzen geben der wunderbaren Entspannung nach und sind nun völlig entspannt. Und vielleicht fühlst du ein leichtes Kribbeln. Dein Oberkörper entspannt sich mit jedem Atemzug und mit jedem Wort meiner Stimme. Dein Bauch entspannt sich und du fühlst, wie dein Atem deinen gesamten Körper mit jedem Atemzug entspannt. Dein Rücken entspannt sich und du fühlst dich an, als würdest du sanft auf einer Wolke getragen. Deine Beine entspannen sich noch mehr und du lässt jeden Muskel los und liegst ruhig und entspannt. Du spürst dein gutes Gefühl. Spürst dein gutes Gefühl der Trance tief in deinem Innern. Und jetzt wirst du diese Entspannung noch einmal vertiefen. Im nächsten Augenblick werde ich dich bitten, deine Augen zu öffnen und gleich wieder zu schließen. Und sobald deine Augen wieder geschlossen sind, ist das ein Zeichen für dich, dass deine Entspannung noch viel tiefer geworden ist, dass du noch viel tiefer gesunken bist. Du musst es nur zulassen. Es geschieht wie viele Dinge im Leben von ganz allein. Du musst es nur geschehen lassen. Du musst es nur wollen und zulassen, dann wird es ganz von allein geschehen.
Nun öffne einfach ein deine Augen und schließe sie sogleich wieder. Öffne deine Augen und schließe sie wieder. Öffne deine Augen und schließe sie wieder. Und spüre, wie die wohltuende Entspannung durch deinen ganzen Körper fließt und du dich noch viel tiefer sinken lässt. Nutze deine wunderbare Fantasie und stell dir einmal vor, dass dein ganzer Körper in eine bequeme, weiche und warme Decke eingewickelt ist, dass du das richtig genießen kannst. So ist es gut. Und wir können die Entspannung noch viel weiter vertiefen. Ich werde dich im nächsten Augenblick noch einmal bitten, deine Augen zu öffnen und sie gleich wieder zu schließen. Und sobald deine Augen sich wieder geschlossen haben, wirst du noch viel tiefer in deine Entspannung sinken, die dir so gut tut. Du lässt dich einfach noch tiefer gehen. Und öffne deine Augen und schließe sie wieder und entspanne dich noch weiter als bisher. Tiefer und tiefer. Du machst das wunderbar. Lass jeden einzelnen Muskel in deinem Körper entspannen, so lange, wie du diese Entspannung beibehalten willst. Einfach kein Muskel mehr funktionieren will. Du machst es sehr gut, wunderbar. So ist es gut. Und in ein paar Sekunden werde ich dich ein weiteres Mal bitten, deine Augen zu öffnen. Und wenn sie sich wieder schließen, wird sich deine Entspannung ein weiteres Mal vertiefen. Öffne die Augen, öffne sie und schließe sie gleich wieder und entspanne dich noch tiefer als zuvor. Lass es einfach so geschehen und genieße deine Entspannung. Gut, wunderbar, sehr gut. Lass alle Muskeln in deinem Körper voll entspannen. Und während du an dieser Entspannung all deine Muskeln festhältst, spürst, wie sie alle einfach nicht mehr funktionieren wollen, bist du dir gewiss, dass die totale Entspannung in deinem Körper nun fast erreicht sein wird. Ich möchte, dass du weißt, dass es zwei Arten von Entspannung gibt. Du kannst dich körperlich entspannen, das hast du bereits erreicht und fühlst dich wunderbar wohl. Und die zweite Entspannung bedeutet geistige Entspannung. Du hast dir bereits bewiesen, dass du sehr gut körperlich entspannen kannst. Und ich helfe dir jetzt dabei, dich geistig zu entspannen. Ich werde gleich rückwärts von 100 bis 98 zählen. Denn mit jeder Zahl, die du rückwärts zählst, sinkst du in eine tiefe geistige Entspannung. Mit jeder Zahl verdoppelst du deine geistige Entspannung und sinkst tiefer und tiefer und noch tiefer. Und während du das tust und bei der Zahl 98 angekommen bist oder vielleicht 95 oder vielleicht sogar schon vorher, wirst du so entspannt sein, dass der Rest aller Zahlen, welche nach 98 kommen, einfach aus deinem Kopf verschwunden sind. Sie sind einfach nicht mehr vor deinem geistigen Auge, sind einfach verschwunden, sind einfach weg. Sie sind unwichtig, sind einfach verschwunden. Das kannst aber nur du machen. Ich kann es nicht für dich tun. Wenn du möchtest, dann lass sie einfach verschwinden. Sie werden ganz leicht verschwinden. Starte jetzt einfach den Gedanken, dass es genau so geschehen wird und es wird dir ganz leicht fallen, sie aus deinem Kopf zu verdrängen. 100. Lass sie verblassen, lass sie verschwinden und geh tiefer und tiefer, so ist es gut. 99. Verdoppele deine geistige Entspannung, verdoppele sie ein weiteres Mal und sie werden dadurch verblassen werden, verschwinden. Willst, lass sie gehen, lass sie verschwinden und geh tiefer und noch tiefer in dein wunderbares Gefühl, in deine tiefe geistige Entspannung. Tiefer, tiefer und noch viel tiefer. 98, lass sie verblassen, lass sie verschwinden, du kannst es. Wolle, dass es geschieht, du kannst es und du machst es sehr, sehr gut.
Und ich zähle jetzt von 10 bis 1. Und mit jeder Zahl, die ich zähle, gehst du noch tiefer in die Entspannung. 10. Tiefer und tiefer. 9. Du gehst tiefer und noch tiefer. Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer und noch viel tiefer. 8. Mit jedem Wort, das ich sage, tiefer und tiefer. 7. 6. 5. Und du entspannst dich tiefer und tiefer. Mit jedem Ton, mit jedem Wort sinkst du noch tiefer. Mit jedem Geräusch gehst du tiefer und tiefer. 4. 3. 2. Immer tiefer jetzt. Wunderbar. Sehr gut. Wunderbar. Dein Geist ist entspannt und dein Körper ist entspannt. Entspanne dich einfach mit jedem Atemzug noch viel tiefer. Und ich will, dass dein Körper sich noch ein klein wenig tiefer entspannt. Ich werde dir helfen und zähle runter von 10 auf 1. Und mit jeder Zahl, die ich sage, werden sich dein Geist und dein Körper zusammen noch tiefer entspannen, wie ein Team, sodass, wenn ich bei 1 ankomme, du vollkommen entspannt bist. 10. Du sinkst tiefer und tiefer. Gut so. 9. 8. 7. 6. Das ist wunderbar. 5. 4. 3. 2. 1. Das ist gut. Wirklich prima. Wunderbar. Ich möchte jetzt, dass du spürst, wie du dir selbst erlaubst, bis zu deinem tiefsten Punkt deiner Entspannung zu sinken. Du weißt, dass es keinen echten tiefsten Punkt auf der Entspannungsskala gibt, weil nie ein tiefster Punkt gefunden wurde. Dein tiefster Punkt ist irgendwo viel, viel tiefer und ich werde dir helfen, dorthin zu kommen. Und ich will, dass du dir jetzt einmal vorstellst, dass es 3 weitere Niveaus gibt, welche dich in eine noch tiefere Entspannung führen. A, B und C. Um zu Niveau A zu gelangen, musst du ganz einfach deine gegenwärtige Entspannung verdoppeln. Um zu Niveau A zu gelangen, musst du ganz einfach deine gegenwärtige Entspannung verdoppeln. Um zu Niveau B zu gelangen, verdoppelst du die Entspannung zu dem Zustand, den du in Niveau A verspürst. Und um schlussendlich zu Niveau C zu gelangen, verdoppelst du noch einmal deine Entspannung, die du in Niveau B verspüren wirst. Um dir dabei zu helfen, wirst du dabei deine immense Vorstellungskraft gebrauchen. Stell dir einfach vor, dass du dich ganz oben auf einer langen Rolltreppe wie in einem Kaufhaus befindest. Schau dir diese lange Rolltreppe einmal an, nur dass diese Rolltreppe dir ganz alleine gehört. Ich werde gleich auf 3 zählen und dann beginnst du auf der Rolltreppe runterzufahren. Du fährst hinunter zu Niveau A. Und die Entspannung, die du jetzt schon erreicht hast, die du jetzt bereits verspürst, verdoppelst du ganz einfach. 1, 2 und 3. Du fährst tiefer, tiefer und immer tiefer. Tiefer und tiefer. Du verdoppelst deine Entspannung. Wunderbar. Du machst es sehr gut. Immer tiefer und immer tiefer, immer weiter runter, wunderbar. Und jetzt gehen wir von Niveau A zu Niveau B. Und dabei verdoppelst du deine Entspannung noch einmal, welche du jetzt schon in A erreicht hast. Lass
lass dich einfach zweimal so tief sinken. Stell dir jetzt vor, du bist ganz oben auf deiner eigenen, privaten, zweiten Rolltreppe. Jetzt geht es los. 1, 2 und 3. Lass dich ganz nach unten fahren. Ganz nach unten sinken, immer tiefer und tiefer. Und du spürst, dass sich deine Entspannung verdoppelt hat. So ist es gut. Immer tiefer und tiefer. Wunderbar. Immer tiefer und tiefer und tiefer. Jetzt bist du in Niveau B angekommen und es gibt noch eine weitere Stufe nach unten. Ein Niveau, wo du gerne hin möchtest. Niveau C. Der allertiefste Punkt deiner Möglichkeit, sich zu entspannen. Und noch einmal stehst du auf deiner eigenen Rolltreppe und du wirst gleich Niveau C heruntergleiten und dabei noch viel tiefer sinken, als du dir jemals vorstellen konntest. Du wirst den absolut tiefsten Punkt erreichen, wie du dich heute entspannen kannst. Jetzt geht's los. 1, 2, 3. Tiefer, tiefer, tiefer. Wunderbar. Und noch viel, viel tiefer. Zum absolut tiefsten Punkt deiner Möglichkeiten zu entspannen. Schweb einfach runter, ganz einfach runterschweben. Und tiefer und tiefer. Und noch viel tiefer, viel, viel tiefer, absolut tief, wunderbar, sehr, sehr gut. Und jetzt verweile einen Moment und du stellst fest, dass du bei jedem Atemzug, bei jedem Ein- und Ausatmen ganz leicht noch besser entspannen kannst. Jeder Atemzug lässt dich noch weiter und tiefer sinken, noch besser entspannen. Und ich möchte, dass du dir jetzt einmal dein Gehirn vorstellst. Ich will, dass du dir vorstellst, dass von deinem Gehirn ein dickes Elektrokabel, etwa so dick wie ein kleiner Finger, von deinem Gehirn zu einem Lichtschalter führt. So ein Lichtschalter, wie du ihn zu Hause hast, in der Küche oder in deinem Wohnzimmer, um das Licht ein- und auszuschalten. Stell dir jetzt einen Draht vor, der von unten in den Lichtschalter hineinführt. Dieser Draht selbst besteht aus Hunderten von kleinen Drähten, welche zu jedem einzelnen Muskel und zu jedem einzelnen Nerv in deinem gesamten Körper führt. Nun, dieser Lichtschalter ist deiner, nicht meiner. Und in einem Moment werde ich dir sagen, den Lichtschalter von der Ein- in die Ausposition zu stellen. Und wenn du ihn in die Ausposition stellst, dann bedeutet das, dass du das willentlich machst. Dass du willentlich jeden Muskel in deinem Körper herunterfährst, außer denjenigen, die du für deine Atmung und für deinen Herzschlag benötigst. Der ganze Körper geht in den vollkommenen Ruhezustand, alles steht still und es fühlt sich gut an, denn automatisch fühlst du dich sehr, sehr viel entspannter. Okay, jetzt stell dir vor, wie du mit deinem Kopf diesen Lichtschalter berührst. Du weißt, dass dieses Kabel, welches durch deinen Schalter von deinem Gehirn aus jeden Muskel in deinem Körper mit Strom versorgt. Und wie bei jedem Lichtschalter, der in der Ausposition steht, kann kein Strom fließen, kann kein Licht aufleuchten. Auch deine Muskeln können sich ausschalten, wann immer du willst. Aber lass ihn auf der Ein- oder Ausposition, gemäß meiner Anweisung. Und dann ist da ein wunderbares Gefühl totaler Entspannung, totaler Stille und Frieden, welches sich in deinem Körper ausbreitet. Auf 3 stellst du deinen Lichtschalter sofort von der Ein- auf die Ausposition. 1, 2, 3. Fangen wir an. Du machst es wunderbar, du machst es wunderbar. Und da dieser Lichtschalter nun in der Ausposition ist, haben wir nun diese Stille, die wir brauchen.
So ist es gut. Wunderbar. Ich will, dass du weißt, während ich spreche, sich dein Körper gut anfühlt, immer tiefer entspannt. Er wird immer friedlicher und noch friedlicher. Aber ich will, dass dein Kopf etwas tut, was ein wenig außergewöhnlich für dich ist. Ich möchte, dass du mit mir eine Reise beginnst, dass du den physischen Teil deines Körpers da lässt, wo er ist, da, wo er heilen kann, da, wo er sich ausruhen kann, da, wo du und er sich total ausruhen können, da, wo dein Körper und dein Geist sich voneinander lösen können. Wir werden jetzt eine wunderschöne, wunderbare, friedliche Ebene hinaufgehen, wo du dich so gut fühlst, voller Harmonie, wo du dir so vieler Dinge bewusst werden kannst, die dir sonst nicht möglich sind, derer du dir sonst nicht bewusst werden kannst. Jetzt in diesem Level, schau dich einmal um, da gibt es eine kleine Kiste, so wie eine Schatzkiste von Piraten. Geh einmal rüber zu dieser Kiste, stell dir vor, wie du zu ihr rüber gehst und öffne sie und entdecke, dass sie leer ist. Du siehst ohne Zögern, ohne Angst und ohne Furcht, siehst ohne Angst und ohne Unwohlsein oder schlimme Vorstellungen in die Kiste hinein. Nimm jetzt einmal alles, was dich belastet oder was dich behindert, innerlich frei zu sein. Alte negative Gedanken, alle negativen Einstellungen und Meinungen von dir, alle Ängste, Bedenken und Sorgen und lege sie jetzt in diese Kiste. Lege all deine Wut, all deinen Zorn, all deinen Hass in diese Kiste. All deinen deine Missgunst, all das, was dich belastet, legst du jetzt in diese Kiste. Alles, was dich belastet, legst du jetzt in diese Kiste. Mach jetzt die Kiste zu und verschließe sie. Ich zähle jetzt noch einmal von 1 bis 10 und bei 10 bist du frei von allen negativen Gefühlen, die du vielleicht jetzt noch haben kannst. Du bist frei von allem, was dich bedrückt. Frei von allem, was dich runterzieht. Du bist frei und fühlst dich so wundervoll, wunderbar. Lass uns nun gemeinsam fortschreiten und noch höher steigen. 1. Verlass dieses Level und geh noch höher. 2. Du steigst höher und höher, noch höher, wie ein Heliumballon. 3. Höher und höher und noch höher. 4. Und 5. Lass all das Negative gehen und wasch es von dir ab, als wenn du unter einer wunderbar reinigenden Dusche stehst. 6. 7. Ein Gefühl des totalen inneren Friedens, der totalen inneren Harmonie, der absoluten Freude. 8. Immer höher und höher. 9. Und 10. Ruh dich aus und fühle diese vollkommene Entspannung, diese totale Harmonie und Schönheit in dir. An diesem wunderbaren Ort, wo du jetzt bist, ja, da fühlt es sich wunderbar und bequem an. Du fühlst dich gut in deinem Gefühl und du bist sehr, sehr entspannt und in jeder Hinsicht glücklich. Und nun werden wir noch ein weiteres Level hinaufgehen. Dieses Level bedeutet die pure Freude und Harmonie, pure Freiheit. Negatives hat in diesem Level keinen Platz,
denn es kann in diesem Level nicht existieren. Es ist ein wunderbarer Ort, ein Ort des Friedens, ein Ort der Freude, ein Ort der vollkommenen Harmonie, ein Ort der Zufriedenheit und des Glücks, ein Ort, an dem dich noch viel lebendiger und vitaler fühlst. Lass uns diese Reise gemeinsam machen. Los geht's. 1. Wir verlassen diese wunderbare Ebene und gehen noch höher. 2. Und 3. Du steigst höher und höher und noch viel höher. 4. 5. Höher und höher und noch viel höher. Höher und höher. Du schwebst und treibst höher und höher. Und noch höher. 6. Steigst ganz leicht und behutsam wie eine Feder über dieser schönen und wunderbaren Ebene immer höher und höher. 7. Du fühlst dich vital und lebendig. 8. 9. 10. In dieser wunderbaren Ebene bemerke einmal, wie wunderbar du dich fühlst. Stelle fest, wie entspannt du bist und wie gut es dir geht. Dein Körper ist gegangen. Du bist reinste geistige Energie. Es wird dir bewusst, in welchem Zustand, in welchem wunderbaren Status du dich befindest und du in dieser Ebene alles machen kannst, was du willst. Die Welt kann dein sein. Wir müssen uns nicht darauf konzentrieren. Komm mit mir mit und wir gehen eine weitere Stufe nach oben, an einen ganz besonderen, an einen ganz speziellen und heiligen Ort. Du weißt es, wenn du da bist. Los geht's. 1. Ein weiteres Mal und wir verlassen diese Ebene, gehen noch einmal höher, noch einfacher, gehen wir höher und höher und höher. 2. Bemerke, wie einfach du noch höher steigst, schnell und leicht. Geht es hoch wie eine Rakete, die zum Mond fliegt, höher als du je gegangen bist, höher und höher, leichter und leichter und noch viel höher, als du es dir jemals vorstellen konntest. 3 und 4 und immer höher, höher, höher und immer noch höher. 5, 6. Ganz leicht und schnell schwebst du an einen wunderbaren und wunderschönen Ort. 7, 8, immer noch höher, 9 und 10. Mach dir nun bewusst, wo du bist und spüre, wo du bist. Fühle es. Bemerke, dass du an einem Ort mit brillantem, sanftem und glänzendem Licht bist. Wunderbares, energiegeladenes und kraftspendendes Licht. Überall um dich herum spürst du dieses wunderbare, positive Licht und es umspült dich vollkommen. Es ist nicht nur um dich herum. Du atmest es ein. Dieses wunderbare, heilende Licht. Dieses wunderbare, heilende Licht. Es dringt in deinen Körper ein, dieses wunderbare, heilende und wohltuende Licht. Deine Lungen nehmen es auf, sie geben es in dein Herz. Dieses wunderbare weiße Licht, diese heilende Energie geht in jede Zelle deines Körpers. Krankheit kann in diesem Licht nicht existieren. Angst kann in diesem Licht nicht existieren. Negative Gedanken können in diesem heilenden und energiegeladenen Licht nicht existieren. Dieses wunderbare Licht, diese wunderbare heilende Energie des weißen Lichts strahlt und schwebt in alle dunklen Ecken deines Körpers. Dieses Licht zerstört jede Krankheit, zerstört jede Angst, jede negative und unangenehme Emotion, jeden negativen Gedanken. Dieses wunderbare weiße Licht fließt in dein Skelett, in deine Muskeln und in dein Herz. Und dieses wunderbare weiße Licht verändert alles. Und jetzt verändert dieses wunderbare Licht seine Energie und seine Farbe. Dieses wunderbare weiße Licht
verwandelt sich jetzt in eine wunderbare, wunderschöne, goldene Flüssigkeit der Heilung. Sie fließt in dein Herz und dein Herz pumpt die goldene Flüssigkeit überall in deinen entspannten Körper, wo sie gebraucht wird. Dein Herz pumpt diese wunderbar heilende goldene Flüssigkeit in jede Zelle deines Körpers. Dein Herz öffnet sich für diese wunderbare und wunderschöne, heilende und wohlbringende goldene Flüssigkeit. Alle Zellen öffnen sich bereitwillig für die heilbringende Wirkung dieser goldenen Flüssigkeit. Diese wohltuende und heilende goldene Flüssigkeit fließt überall hin, wo sie gebraucht wird und repariert dabei jeden Schaden. Sie fließt in jede Zelle deines Körpers. Diese wunderbare heilende Flüssigkeit fließt überall hin und heilt jeden Schaden in jeder deiner Zellen. Diese wunderbare und heilende goldene Flüssigkeit löscht jede negative Erinnerung in deinem Unterbewusstsein für immer aus. Sie heilt jede Zelle, durch die sie fließt. Die wunderbare Heilung durch das Licht und die goldene Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit spült alle Gifte und Krankheiten und negativen Gedanken aus deinem Geist und deinem Körper. Dein Körper und dein Geist werden jetzt ein Ort der Heilung. Der Heilung, auf die du schon so lange gewartet hast. Ein Ort, an dem dein Körper sich selbst reparieren kann, wo auch dein Geist sich selbst reparieren kann. Ein Ort der vollkommenen körperlichen und geistigen Gesundheit. Diese wunderbare, warme, heilende, goldene Flüssigkeit fließt jetzt ganz schnell durch deinen Körper. Sie wäscht alles weg, wäscht alle Krankheiten, alles Gift und negativen Gedanken und Impulse aus deinem Geist und deinem Körper für immer weg. Alles, was dich belastet und deinen Geist und deinen Körper vergiftet, alle Gifte und Krankheiten werden von der Flüssigkeit herausgewaschen und fließen aus deinem Körper heraus. Es wird alles herausgewaschen. Stell dir vor, wie die Flüssigkeit von deinem Herzen durch den Körper gepumpt wird, durch dein Herz, durch den Oberkörper, die Arme und Beine, die Hände und Füße, deinen Kopf, deine Lunge und durch jede Zelle. Sie nimmt alles mit. Sie spült alle Ängste, alle negativen Gedanken und Emotionen, alle Sorgen und Bedenken für immer aus deinem Geist heraus. Alles, was dich belastet, alle Gifte und Krankheiten, alle ungesunden Zellen, alles, was dich in irgendeiner Weise körperlich und geistig belastet oder verletzt hat, sie nimmt alles mit, reinigt dich und fließt immer schneller und schneller. Und sie fließt durch deinen Kopf, beginnt dort zu wirbeln wie ein Tornado, reißt alles Schlechte mit und wird ins Universum geschleudert. Sie schleudert aus deinem Kopf ins All und löst sich dort irgendwo auf. Und anstelle dieser goldenen Flüssigkeit kommt nun wieder diese wunderbare weiße und heilende Energie. Diese Energie fließt in deinen Geist, deine Seele. Und sie fließt von da aus in deinen Körper. Sie fließt in dein Herz, in jede Zelle deines Körpers. Dieses wunderbare, wunderschöne, heilende Licht, das deinen Körper, deinen Geist und deine Seele in einen gesunden und heilen und sauberen Ort verwandelt hat und die Heilung ab sofort für lange, lange Zeit fortsetzen wird. Dein Körper wird sich stärker und kraftvoller fühlen. Dieses wunderbare und heilbringende Licht wird in dir bleiben und dir helfen, gesund zu bleiben. Und es hat nicht nur alle körperlichen Beschwerden aus dir gewaschen, sondern auch alle seelischen und geistigen Beschwerden und Belastungen. Du weißt und spürst jetzt, dass alle negative Energie, alle schlechten Gedanken und Bilder aus deinem Kopf entsorgt wurden. Von heute an wirst du niemandem mehr erlauben, negative Gedanken,
Energien und Emotionen in deinen Geist, deine Seele oder deinen Körper zu bringen. Du entscheidest dich für ein Leben in positiver, gesunder Energie. Von heute an hast du dich entschieden, mit dieser wunderbaren und heilenden Energie zu leben. In deinem Geist, in deiner Seele und in deinem Körper. Du hast beschlossen, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Du hast beschlossen, glücklich zu sein und glücklich zu bleiben. Du hast beschlossen, frei zu sein und frei zu bleiben. Du hast beschlossen, anderen ein leuchtendes Beispiel für ein Vorbild, für ein glückliches Leben zu sein. Du bist nun eine ganz andere Person. Du bist einzigartig. Du fühlst es geradezu. Und du hast beschlossen, in allem, was du denkst, stets ein leuchtendes und helles Vorbild zu sein. Du willst von nun an in allem, was du sprichst und tust, dir und allen anderen Menschen um dich herum stets ein leuchtendes Vorbild zu sein. Es gibt keinen anderen wie dich. Es gab noch nie jemanden wie dich. Und es wird nie wieder jemanden wie dich geben. Das heißt, es ist jetzt deine Zeit. Du hast jetzt deine Zeit. Du hast die beste Zeit deines Lebens. Jeder Tag ist der beste Tag in deinem Leben. Und jeder Tag wird die beste Zeit in deinem Leben sein. Und du fühlst und spürst förmlich die Freude über deine schöne Zukunft in dir. Du spürst die Freude über deine wunderbare Entspannung, deine wunderbare, reinigende Heilung in dir und hörst dich selber die Worte sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt. Ja, ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt. Du kannst und wirst alle Ziele, die du in deinem Herzen hast, erreichen. Du hast sie in deinem Herzen und hast nun alles, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Du liebst dich jeden Tag mehr. Und wenn du selber deine Liebe in dir fühlst, dann kannst du anderen Liebe geben und wirst von ihnen Liebe zurückerhalten. Wenn du dich selbst liebst, kannst du andere lieben und ihnen die Liebe geben, die sie brauchen. Deine Heilung geht jeden Tag weiter. Sie schreitet stetig voran. Nichts und niemand kann dir jemals mehr diese Erfahrung mehr in deinem Leben nehmen. Deine Heilung geht jeden Tag weiter. Sie schreitet stetig voran. Nichts und niemand kann dir jemals mehr diese Erfahrung mehr in deinem Leben nehmen. Nichts und niemand kann mehr negative Gedanken und Emotionen in deinen Geist, deine Seele und dein Herz tragen. Und du bist nun weiterhin an diesem wunderbaren Ort. Und dieses wunderbare weiße Licht umgibt dich nach wie vor. Und ich gebe dir nun einen Moment der Stille. Und ich gebe dir die Möglichkeit, nun das zu fühlen, was du während des Heilungsprozesses vorhin noch nicht gefühlt hast. Was du noch nicht fühlen konntest. Konzentriere dich darauf. Und lass die Reinigung zu. Spüre es in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Geist und lass es zu. Schütze dich selbst in dem Moment der Stille. Lass die Heilung zu. Vielleicht hast du noch ein Problem in dir, einen negativen Gedanken. Oder du möchtest dich von einem Menschen verabschieden. Vielleicht möchtest du jemandem verzeihen. Möglicherweise gibt es jemanden, den du hast. Und du hast den großen Wunsch, ihn aus deinem Kopf zu löschen, damit er deine Seele und deinen Geist nicht mehr vergiftet. Oder du liegst mit jemandem im Streit. Du nimmst dir genau die Zeit, die du benötigst, um diese Restarbeit jetzt gleich zu erledigen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du dir nehmen willst oder wie viel Zeit du brauchst.
vielleicht eine Minute, vielleicht 3 oder 5 Minuten. Du nimmst dir deine Zeit für deine wohltuende Heilung. Beginne jetzt, nutze jetzt diese Gelegenheit und erledige deine Arbeit nun. Thank you.
Und werde dir jetzt noch einmal deutlich bewusst, dass du an einem ganz besonderen Ort bist. Lass deinen Geist sich jetzt vollkommen öffnen. Er öffnet sich jetzt voll und ganz. Und jetzt ist es dir möglich, höre genau zu. Höre auf etwas. Es kann eine Nachricht sein. Es kann eine Aussage sein. Möglicherweise eine Antwort oder ein Gefühl. Ein sehr persönliches Gefühl. Eine Wahrnehmung. Es kann dir etwas bewusst werden. Es kann eine Erkenntnis sein, eine Nachricht von jemandem, der dir sehr nahe ist, der dir sehr vertraut ist, der vielleicht zu deiner Familie oder zu deinem Freundeskreis gehört. Vielleicht jemand, den du vermisst. Jemand, den du vielleicht liebst. All dies ist jetzt möglich. Es ist möglich, wenn du es erlaubst und es zulässt. Und ich gebe dir wieder die Zeit, die du brauchst. Und nimm dir die Zeit, die du brauchst.
Sehr gut. Okay. Bevor wir jetzt unsere Reise zurück antreten, um wieder deinen körperlichen Teil zu treffen, erinnere dich. Nur du hast die Gabe zu fühlen und zu bestimmen, welchen Weg du von heute an gehen willst. Du nimmst vielleicht einen Weg, den du in der Vergangenheit schon einmal genommen hast und der nicht funktioniert hat. Oder du wählst einen neuen Weg, den du schon immer gehen wolltest, hast es aber nicht geschafft. Du kannst dich entscheiden, den für dich allerbesten Weg zu nehmen. Du kannst dich entscheiden, glücklich und frei zu sein und genau für den richtigen Weg, den für dich allerbesten Weg wirst du dich entscheiden. Du wirst dich genau für diesen Weg entscheiden und du spürst und weißt, welcher Weg dein Weg ist, welcher Weg der richtige für dich ist. Du wirst dich entscheiden, glücklich zu sein. Du wirst dich entscheiden, frei zu sein. Du wirst dich entscheiden, fröhlich zu sein. Du wirst dich entscheiden, gesund zu sein. Du wirst dich entscheiden, dein Leben so zu führen, wie du es schon immer führen wolltest. Du wirst dich entscheiden, die Dinge zu tun, mit denen es dir gut geht. Du wirst dich entscheiden, die Dinge zu tun, die du gern machen willst. Du wirst dich entscheiden, dass deine Seele und dein Herz die Seele und Herzen anderer berührt. Du wirst dich entscheiden, dass deine Liebe andere berührt. Du gibst Liebe und wirst Liebe erhalten. Du hast Liebe, Freude, Fröhlichkeit im Überfluss. Du änderst deine Einstellung. Du änderst dein Leben und es geht dir jeden Tag besser und besser dabei. Du wirst dich entscheiden, glücklich zu sein. Du wirst dich entscheiden, glücklich zu sein. Du wirst dich entscheiden, fröhlich zu sein. Du wirst dich entscheiden, gesund zu sein und du wirst dich entscheiden, dein Leben so zu führen, wie du es schon immer machen wolltest. Du wirst dich entscheiden, die Dinge zu tun, mit denen es dir gut geht. Du wirst dich entscheiden, die Dinge zu tun, die du gerne machen willst und die gut für dich sind. Du wirst dich entscheiden, dass deine Seele und dein Herz die Seele und die Herzen anderer berührt. Du wirst dich entscheiden, dass deine Liebe andere berührt. Du spürst Liebe, Glück, Freude und positive Energie im Überfluss. Es geht dir jeden Tag besser und immer besser. Und du spürst, ich bin glücklich und ich darf glücklich sein. Ich bin fröhlich, ich habe Liebe in mir und kann Liebe geben. Ich darf glücklich sein und kann andere glücklich machen, wenn ich sie mit meiner Liebe berühre. Ich bin glücklich und habe es verdient, glücklich zu sein. Ich liebe andere und habe das Recht, geliebt zu werden. Ich habe das Glück, die Liebe anderer zu spüren. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Ich fühle meine Liebe und die Liebe anderer in meiner Seele und in meinem Herzen. Ich fühle Liebe in meinem Herzen, in meinem Herzen. Ich bin glücklich. Diese guten Bilder, Gefühle und Vorstellungen sind jetzt ein Teil von dir. Und du wirst niemandem mehr erlauben, diese guten Gefühle jemals mehr aus deinem Inneren herauszulöschen. Und es wird niemandem gelingen, diese Bilder, Vorstellungen und Gefühle aus deinem Herzen zu löschen. Ich zähle jetzt von 10 bis 1 und wir gehen zurück zu dem Ort, wo die schwarze kleine Kiste steht. Bleib entspannt. Bleib ganz entspannt in dieser wunderbaren Entspannung. Bei 10 geht
gehst du zurück in diese Ebene, wo die schwarze Kiste steht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da bist du und du siehst die schwarze Kiste und du weißt ganz genau, was du vorhin in sie hereingelegt hast, was du in ihr eingeschlossen hast. Du kannst die Kiste jetzt einfach öffnen. Und alles, was du verschlossen hast, kannst du dir in Ruhe ansehen. Es belastet dich nicht mehr. Du kannst es vollkommen entspannt anschauen. Und du nimmst die Kiste und trittst sie ins Universum, ins All und weißt, dass die Kiste mit all den negativen Dingen darin nie wieder zu dir zurückkehren wird. Du hast dich endgültig und für immer von ihnen gelöst, bist gereinigt. Du trittst sie weg und die Dinge verschwinden auf Nimmerwiedersehen aus deinem Leben und sie werden niemals mehr zu dir zurückkehren. Nie wieder können sie zu dir zurückkommen. Denn du hast beschlossen und entschieden, ein neues, glückliches und liebevolles Leben zu führen. Ich zähle jetzt gleich bis 3 und bei 3 trittst du die Kiste weg. Stell dir vor, dass du die Kiste in beiden Händen hältst und so, wie ein Fußballtorwart den Ball aufs Spielfeld drischt, trittst du die Kiste ins All. Stell es dir genau vor, wie du gegen die Kiste trittst und sie schneller und schneller weiter und weiter ins All fliegt, um nie wieder zu dir zurückzukehren, nie wieder. Ich zähle jetzt 1, 2 und 3 und du trittst die Kiste weg. Sie fliegt weg und sie wird kleiner und kleiner und immer kleiner. Du kannst sie kaum noch sehen, sie ist nur noch ein kleiner Punkt am Himmel. Und jetzt ist sie verschwunden. Sie ist verschwunden aus deinem Geist, aus deinen Augen und aus deinem Leben. Sie ist einfach weg und wird nie mehr in dein Leben zurückkehren. Ich zähle jetzt noch einmal von 10 bis 1. Bei 1 kommst du zurück auf die Ebene B. Kommst du langsam zurück auf die Ebene B. 10, 9, 8. Du kommst langsam zurück auf die Ebene B. 7, 6. Du kommst ganz langsam zurück auf die Ebene B. 5, 4, 3, 2, 1. Und du bist jetzt zurück in der Ebene B. Du bist zurück in der Ebene B. Und ich werde jetzt von 10 bis 1 zurückzählen. Und du schwebst vollkommen leicht zurück in die Ebene A. Vollkommen sanft und leicht. Und ich beginne jetzt 10, 9, 8, 7. Du gleitest herunter in die Ebene A. 6, 5, 4, 3. Leicht und schwerelos. 2 und 1. Und du bist in Ebene A. Und ich zähle ein letztes Mal von 10 bis 1. Und du gleitest leicht und völlig mühelos herunter von der Ebene A. 10, 9, 8, 7, 6. Du gleitest langsam und sicher von A ins Hier und Jetzt, zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise. 5, 4, 3, 2, und 1. Du wirst gleich wieder im Hier und Jetzt angekommen sein. Gleich werde ich dich im Hier und Jetzt willkommen heißen. Und deswegen werde ich noch einmal von 1 bis 5 zählen. Bei 5 bist du wieder im Hier und Jetzt und du wirst dich vollkommen erholt, frisch und frei fühlen. Du bist ausgeruht, voller Kraft und voller Energie und du fühlst dich so gut, so wunderbar. 1, dein Blutdruck und dein Puls steigen auf für dich gesunde Werte an. 2, du spürst diese wohltuende, weiße Energie in dir.
3. Du machst dich langsam bereit, zurückzukommen. Du kommst immer weiter, weiter und weiter zurück. Du fühlst dich wohl und musst im Anbetracht dieses Wohlgefühls lächeln. Du kannst gar nicht anders als lächeln. 4. Du kommst weiter und weiter und immer weiter zurück. Du bist frisch, ausgeruht und voller Kraft, voller Energie. Du machst dich bereit und 5. Du öffnest deine Augen. Du bist frisch und ausgeruht, voller Kraft und glücklich. Du lächelst und fühlst dich gut. Es geht dir so gut, so wunderbar. Und diese wunderbare, heilende, weiße Energie ist in dir. Du spürst sie in dir und sie steht dir für ein glückliches Leben zur Verfügung. Du bist glücklich, du bist glücklich. Du hast das Recht, glücklich zu sein. Niemand kann dir das mehr wegnehmen. Und der Prozess der heilenden Reinigung setzt sich immer weiter und weiter fort. Und du musst dich jetzt nicht darum kümmern, wie wohl es deinem Unterbewusstsein gehen wird. Es wird es einfach von alleine tun. Es wird es von alleine, alles geschieht von allein. Du musst es nur zulassen. Und du wirst es überall und jederzeit spüren. Du wirst es genau fühlen. Du wirst dich entscheiden, so zu leben, wie du fühlst und tief in dir selbst bist. Du bist glücklich.